Hier runter, genau. Aber wir scheinen schon ein bisschen Fortschritte zu machen, was ich ganz geil finde gerade. Ich hätte befürchtet, dass wir ewig in diesen Steinwald verstecken würden. Was ist das da? Alter, noch mehr Wege. Mein Gott! Das ist die Klappbrücke, die diesen Pier mit der Rennbahn verbindet. Dann benutze es einfach mal und wir sehen, was passiert. Das ist ganz toll, wir können jetzt noch weiter. Leute, wir gucken uns erstmal das Tor hier an. Jetzt haben wir wieder weitere 1, 2, 3 Wege, 4 Wege. Gut, dass wir jetzt gerade 3 neue Wege entdeckt haben, wo wir wiederum 4 Wege drin entdecken. Also, wenn man das Stückchen am Spiel, wenn man das Spielchen am Stück durchspielt, dann hat man, glaube ich, verloren. Was ist das denn hier? Dieses Tor führt nur zum Dr. Lambada und die hat bereits abgelegt. Meine blauen Flecken sind dafür Beweis genug. Kann man mit irgendwas machen? Es ist verschlossen. Aber da oben ist ohnehin nichts. Dieses Tor führt nur zum Dr. Lambada und die hat bereits abgelegt. Meine blauen Flecken sind dafür Beweis genug. Ah ja, hier kann man nicht da unten lang, sondern hier oben. Okay, verstehe ich. Dann gehen wir mal da rein. Was aber nicht klappt, weil es verschlossen ist. Und dann gehen wir mal nach rechts, bevor wir da rüber gehen. Aha. Oh, ein großes Luftschiff. Interessant. Komm mal nach vorne, bitte. Da ist sie. Max Riesenkatzenrennbahn. Wie soll ein einfacher Kerl mit 3 Roulette-Tischen da mithalten können? What? Meinst du das komische rote Ding da? Oder meinst du einfach das ganze, den ganzen Komplex? Offenbar den ganzen Komplex. Man kann jetzt hier runtergehen. Mhm. Was haben wir denn hier? Wir haben nichts Außergewöhnliches bisher. Da ist ein Leuchtturm, da kann man weiter runtergehen. Es gibt relativ viele Bildschirme ohne irgendeinen direkten Sinn, kann das sein? Entschuldigung. Und wo kommen wir hier rein? Ich finde niemals zurück. Also ganz ehrlich, bis nächste Woche habe ich die ganzen Wege alle vergessen. Das könnt ihr auch schon drauf wetten. Es geht zumindest rein. Ist ein Ofen? Was ist das? Sieht aus wie ein Ofen. In den du gerade reinsteigst. Nein, einfach nur ein U-Boot. Okay. Es ist auch geil, dass du sich die Schäden tätowiert haben, was denn das Wort ist. Erstmal betrachten. Sieht schmerzhaft aus. Hallo? Sieht schmerzhaft aus. Achso, rede ich mit uns. Und du? Es ist Toto Santos, Rubakawas freundlichster Schnitzer. Kann man mit dir sprechen? Jetzt geht gar nichts mehr, okay. Was ist hier? Deine Tätowiermaschine, interessant. Deine wundervolle Kugel. Ziemlich fleckig für einen Kerl ohne Körperflüssigkeiten. Ja, macht mir auch ein bisschen zu denken. Ich bezweifle, dass ich sowas in nächster Zeit anfasse. Doch, mach mal, kannst du vielleicht mitnehmen. Ich bezweifle, okay. Dass ich sowas in nächster Zeit anfasse. Gut, hier ist ein ziemlich offensichtlicher Kühlschrank. Das ist ein alter Kühlschrank. Mach ihn auf, mach ihn auf, mach ihn auf. Wo findet ihr denn was? Müll. Was? Mach ihn mal auf. So. Was ist jetzt hier drin? Leer. Aber die Tür geht nicht mehr zu, oder? Genau. Und das da oben? Was war jetzt? Hey, Tür zu! Du machst meine Bohren langsamer! Das tut doch weh! Das tut weh, was, Naranja? Wie Falter, hä? Naranja, da ist er ja. Wir nehmen praktisch den Strom weg. Oder, genau. Wenn wir den Kühlschrank aufmachen, braucht der Kühlschrank mehr Strom und die Maschine... braucht natürlich eine gewisse Art von Strom, deswegen wird der eine gewisse Menge an Strom, deswegen wird der Bohrer langsamer. Natürlich insgesamt gar keinen Sinn normalerweise, egal. Deswegen kann er Schmerzen. Okay. Machen wir gleich nochmal. Untere Ding auf. Das obere Ding auf. Oder warten. Die blöde
jede Tür zu. Nichts zu essen drin. Geh zu deiner Mutter. Okay, machen wir das Ding wieder zu. Wir müssen wahrscheinlich auch irgendwas anderes machen. Und zwar habe ich das Gefühl, dass das irgendwas mit dieser Flasche hier zu tun hat. Lass uns mal nach vorne gehen. Starker Stoff. Der sollte die Schmerzen betäuben. Sollte. Ich verstehe. Tut's aber nicht. Ich kann die Schmerzen stoppen. Schalte den Bohrer ab und höre auf. Wie wär's damit? Nein, nein, nein. Ich schaff das schon. Mach weiter, Alter. Das ist eine männliche Stimme. Ich geb dir gleich, Alter. Matrosensöhnchen. Ich weiß, was wir tun. Wir werden einfach das Zeug gegen das goldene Zeug austauschen, was hoffentlich nicht so stark ist. Auswählen. Damit haben wir seine Schmerzen und seine Wirkung weggenommen. Dann kann man ihn kaputt bohren. Und er kann dann morgen nicht zum nicht losfahren. Wunderbar. Machen. Da ist bereits weitaus stärkerer Stoff drin. Eben deswegen. Na gut, steck's mal weg. Kannst du es wegnehmen? Das brauche ich. Entweder du hältst still oder ich binde dich fest. Okay, kann man es irgendwie betrachten? Starker Stoff. Der sollte die Schmerzen betäuben. Das brauche ich. Entweder du hältst still oder ich binde dich fest. Was haben wir hier? Bücher oder so? Ich glaube, das sind Kataloge mit Tattoo-Vorlagen. Die sind mit nautisch und niedlich beschriftet. Und der dritte heißt einfach Ankermani. Sehr schön. Kannst du was damit machen? Nicht jetzt, Manny. Ich bin mit Narancia beschäftigt. Ich kann mich ja wenigstens mal umsehen, mein Gott, nochmal. Ich sagte doch, Calavera, nicht jetzt. Okay, was ist das hier? Das Telefon. Erinnert mich an etwas. Ich habe meine Verabredung mit Ines vergessen. Wer ist Ines? Dann ruf uns nochmal an. Hallo, Vermittlung? Ja, ich bin's, Baby. Woher wusstest du's? Hey, sag das nicht, Süße. Du weißt, dass ich vorbeikommen wollte. Oh. Gut. Von Minute zu Minute freue ich mich mehr darauf, die Stadt zu verlassen. Okay, kann man da hinten noch hingehen? Das können wir nicht. Ich schätze, wir kommen hier erstmal gerade nicht weiter. Wir müssen irgendwas finden, damit wir dieses Schmerzzeug austauschen können. Da hätten wir schon mal sozusagen einen Auftrag erfüllt. Aber es ist schon gut, dass wir zumindest mal wissen, wo wir was machen können. So ein bisschen. Hier ist wirklich nichts, oder? Das ist wirklich nur ein Durchgangsbildschirm. Ja, ist es wirklich. Na gut, gehen wir wieder weiter. Hier ist es ähnlich. Hier ist auch noch ein Durchgangsbildschirm. Dann gehen wir eben auch wieder dorthin. Und wir können jetzt mal hier rüber, glaube ich. Ne, warte mal. Hier rüber. Geht das? Ja. Okay, ist hier irgendwas? Nein? Dann gehen wir mal da hoch. Oh, eine Menge. Wir kommen von links. Wir können natürlich... Natürlich gibt es zwei Richtungen. So viel Spaß muss sein. Ich weiß nicht, was ich mehr hasse. Katzen oder Menschenmassen. Aber ganz sicher werde ich mich keinem von beiden nähern. Ich verstehe. Du kamst auch damals durch den Umzug nicht durch. Bei dem Trubel. Deswegen gehe ich mal aus, dass du hier auch niemals durchkommen wirst. Lass mich raten, wir können hier lang, da lang, da lang, hier oben lang. Scheint ein schöner Abend für Katzenrennen zu sein. Kann man hier irgendwas machen mit den Katzen? Oder so? Nee, man kann sich hier nur hinstellen. Das ist ja ganz schön gemacht, dass man einfach nur Bildschirme hat, die eigentlich überhaupt keinen wirklichen Zweck erfüllen. Aber gut, gehen wir nach links. Was ist hier? Keiner da. Was, das ist die Kasse oder was? Oder Wetten? Ah, das Wettbüro. Ist da jemand? Ich sagte doch schon, dass es heute keine Katzenhüte gibt. Was? Sie müssen bis Dienstag warten, dann ist Katzenhuttag. Ich will keinen Katzenhut. Auch gut. Worauf möchten Sie wetten? Ich spiele nicht. Für mich wäre das sozusagen ein Interessenkonflikt. Warum haben Sie mich dann gerufen? Um mich nett zu unterhalten. Okay, ist ja gut. Kannst du nochmal kommen? Ist da jemand? Wie ich schon sagte, wir geben erst am Dienstag wieder Katzenhüte aus. Okay. Lass mich ran, diese Tür ist verschlossen. Ist sie nicht. Ist diese Tür verschlossen? Oh, nein. Pardon, Monsieur, aber dies ist der Fahrstuhl zur iRollers Lounge. Da will ich auch hin. Ist nur für Mitglieder. Du bist wohl neu hier. Sie brauchen einen VIP-Pass, wenn Sie nach oben wollen. Adieu. Und auch hier brauche ich einen Pass. Okay. Ich nehme an, ich brauche sowas wie eine Vorlage, um einen richtigen Pass zu erstellen. Hier kann man auch noch was machen, offenbar. Keiner da. Kann man hier jemanden rufen? Hallo?
Die Katzen stehen bereits am Start. Das sehen wir eben. Oh, hi. Den Wettabschnitt, bitte. Was? Ich brauche einen Wettabschnitt von dem Rennen, für das Sie sich interessieren. Inwiefern interessieren? Interessieren insofern, dass Sie vermutlich ein Zielfoto sehen wollen. Oh, ich habe keinen Wettabschnitt. Oh, okay. Ciao. Das war sehr kundenorientiert, der Mann. Kann man hier irgendwas machen? Wo ist denn der kleine fröhliche Kerl hin? Der steht jetzt drüben. Nee, lass mal hier drüben lang gehen. Und mal da hoch. Alter, wie viele Bildschirme gibt's hier? Hier kann man wieder raus. Da kann, ich fahr erstmal nach oben. Ach, du großer Gott. Aber komm, es ist zumindest ein Weg. Schön. Also naja, ich dachte, du hättest gern Gesellschaft, wo doch alle den Tag der Toten feiern. Wenn das so ist, Manny, warum wartest du dann nicht bis 6? Dann habe ich nämlich frei. Hallo, hallo, hallo. Ah, Carla. Du stehst auf Sekretärin, oder? Oder auf Schreibtischdamen? Viel zu tun? Viel zu tun? Kaum. Die Leute sind schon alle zu ihren Verwandten feiern gegangen. Es ist wie ausgestorben, Manny. Einfach tödlich langweilig. Worauf wartet das Luftschiff? Worauf wartet das Luftschiff? Ach, sie reinigen es und sie sind dabei sehr pingelig. Wir sind schließlich ein ordentliches Unternehmen. Kann ich mal den Metalldetektor ausprobieren? Kann ich mal den Metalldetektor ausprobieren? Woher dein plötzliches Interesse für Metalldetektoren? Ich habe absolut keinen Schimmer, ehrlich gesagt. Ich bin Sammler. Ich wollte meine Couch nach Münzen absuchen, das ist schön. Ich find's so cool, wie sowas am Gürtel zu tragen. Couch, das ist ganz geil. Ich wollte meine Couch nach Münzen absuchen. Okay. Ich führe ihn dir vor, wenn ich Pause habe. Zufrieden? Wann hast du denn Pause? Wann hast du Pause? Bei Dämmerung. Oh, das ist zu spät. Ich steche heute Abend in See. Ja, ja. Auf den Satz bin ich schon zu oft reingefallen. ich glaube, es ist Zeit für deine Pause. Ich glaube, es ist Zeit für deine Pause. Wir gehen nach hinten, trinken etwas und du erzählst mir von deiner Arbeit, der Gefahr, den Metalldetektoren. Das Hinterzimmer ist nur für dienstliche Zwecke, Manny. Genau wie ich. Du bist nur für dienstliche Zwecke? Wieso? Was passiert denn da hinten, Carla? Wieso? Was passiert denn da hinten, Carla? Leibesvisitation. Aber die ist bei dir nicht nötig. Warum nicht? Und warum nicht? Ich bin ja auch der Meinung, dass es ein netter Zeitvertreib wäre, Manny. Aber wir haben hier gewisse Vorschriften. Und man weiß nie, wann sie einen beobachten. Leibesvisitationen werden nur dann vorgenommen, wenn die normale Suche nichts ergibt. Hey, es ist einen Versuch wert. ich liebe diesen Teil. Alter Schwede. Ja, keine Ahnung, was wir gerade tun, warum wir das gerade tun, aber Sir, ja, schön. Würden Sie bitte all Ihre Habe auf den Tisch des Sicherheitsdienstes legen? Meine Sense? Ach, die steht da hinten, okay. Ah, du bist sauber. Mensch. Mist, Manny. Beinahe hätte ich dich ausziehen müssen. Das ist ja furchtbar. Wir müssen also irgendwas Metallisches finden, was wir drunter tragen können. Vielleicht können wir es irgendwie piercen lassen. Die kann ich betrachten. Das ist ein Metalldetektor. Oh, jetzt verstehe ich, warum mein Haar davon nicht trocken wird. Dein Haar. Es ist schön, dass wir diesen Metalldetektor haben wollen. Ich habe aber absolut keinen Schimmer, warum wir das brauchen. Aber ich nehme an, wir brauchen das für irgendeine Queste. Na gut, wir können es wahrscheinlich einfach nicht einfach greifen. Können wir mit dir reden? Nachdem wir uns massiv nach vorne gebeugt haben, natürlich. Warum kommst du nicht mehr in den Club? Warum kommst du nicht mehr in den Club? Nun, um die Wahrheit zu sagen, dein Garderobenmäuschen ist der Grund. Sie ist immer so aufgekratzt, dass ich sie erwürgen könnte. Das nützt auch nichts. Ich hab's schon versucht. Na, ist es schon Zeit für deine Pause? Ich sagte doch schon, erst bei Dämmerung. Ziemlich romantisch. Findest du nicht? Na gut, was haben wir denn? Viel Papierkrieg. Viele Passagiere. Alle Welt ist zurück nach Hause, mal abgesehen von uns beiden. Okay, kann man hey, was nehmen? Hey, das ist vertraulich. Finger weg. Ich werde schon keine Fingerabdrücke hinterlassen. Hey, ja, okay. Das ist vertraulich. Finger weg. Hier ist noch was. Ah, ach so, Carla. Carla selbst. Hier haben wir ein lustiges LOL-Poster. Wir können ja nicht durch, weil der Metalldetektor einen Alarm schlägt. Ah, ein Kabelschacht, beziehungsweise ein Steckdosen. Seit wann habt ihr hier einen Safe? Das ist unsere neue Detonationskammer, für den Fall, dass hier jemand mit einer Bombe auftaucht. Seit wann hat Rubakawa denn ein Terrorismusproblem? Die Stadt verändert sich, Manny.
Jeden Tag wird es hier schlimmer. Kann man da irgendwas kurz nicht aufmachen? Tragbar. Aufmachen meine ich? Abgeschlossen. Gut, dann gehen wir wieder runter. Und werden weiter gucken, was wir hier noch irgendwie bedienen oder was weiß ich was können. Besichtigen können. Gehen wir mal da jetzt nach links. Ich glaube, unten war alles abgeschlossen. Abgeschlossen schon so ein bisschen, zumindest was wir gesehen haben. An Wegen meine ich jetzt. Okay, Endpunkt, den ich in Adventures nicht besonders gut finde, ist, wenn man irgendetwas betrachten möchte und die Person sucht erstmal irgendeinen bestimmten Ort auf der Karte auf, in aller Ruhe. Ah, der neue Zeppelin ist bereits im Einsatz. Hoffen wir, dass er diesmal mit etwas nicht Brennbarem gefüllt ist. Ja, wir hätten es natürlich auch von da betrachten können, aber nehmen wir es mal kurz hin. Gehen wir ein Stückchen weiter. Vielleicht können wir mit dem Zeppelin rüberfliegen in die komische Stadt. Warum hat eigentlich die Dingens eine Flasche auf mich geworfen, als wir versucht haben, ihr zu folgen? Vielleicht war es einfach nur wütend. Kann ja sein. Kommen wir irgendwann mal zurück zu unserem Ausgangspunkt? Mein Gott, wo bin ich hier? Ey. Das ist ja abartig. Das ist ja wie ein Rollenspiel mittlerweile. Nirgendwo hier war ich schon mal. 50 Orte. Ich meine, ist natürlich geil für ein Adventure, muss man ganz genau sagen. Ich will jetzt nicht großartig meckern, aber ich also, es ist kein schlechtes Zeichen für ein Adventure. Ich weiß nur, dass ich das wahrscheinlich irgendwann alles vergessen werde. Und wenn ich irgendwas sowas wie Backtracking machen muss, wird das ganz schlimm werden hier. Das glaube ich jetzt schon. Weil ich dann sonst vergessen habe, sowas wie, ach, kann man nicht diesen einen Nupsi im Bildschirm 43 verwenden? Den werde ich nicht vergessen haben im Bildschirm 43. Was ist denn das? Was für eine schreckliche Gefängniszelle. Andererseits dürfte Glottis diesmal seine Lektion gelernt haben. Glottis? Nur Polizeichef Bogen weiß, wie man da reinkommt. Die Frage ist, will ich da rein? Warum soll ich da rein wollen? Das sind Steckblätter. Steckbriefe, nicht Steckblätter. Belohnung. Gesucht wird im Hafen gestohlene Fracht, zu der auch ein Koffer mit den Initialen HL gehörte. Okay, kannst du das mitnehmen? Ich glaube, das kann ich mir merken. Ich ehrlich gesagt nicht. Kannst du irgendwas damit machen? Belohnung. Gesucht wird im Hafen gestohlene Fracht, zu der auch ein Koffer mit den Initialen HL gehörte. Gut, das ist also das Gefängnis. Den Schlüssel hier kann ich nicht mitnehmen. Das kann ich auch jetzt machen. Können wir wieder gehen? Ich glaube, von da unten kamen wir gerade. Lass uns doch mal... Was ist das denn da unten? Spätschicht im Leichenschauhaus. Was, Membrio? Mein Gott. Du weißt doch, dass ich nicht schlafen kann, wenn Arbeit auf der Bahre liegt. Wenn ich die Rosenbeete da nicht identifiziere, kann ich die zwei, die morgen kommen, nicht bearbeiten. Und ehe ich mich versehe, stecke ich bis zum Hals in Azaleen. Gut, ich würde sagen, hier in der leichten Obduktionskammer werden wir erstmal Schluss machen. Wir sehen uns also nächste Woche wieder, wenn wir versuchen, die ganzen restlichen Bildschirme abzuklappern, die wir noch nicht abgeklappert haben. Wenn wir versuchen, dem Dingens etwas Werkzeug zu besorgen, uns selber einen Ausweis von der Gewerkschaft. Und wir müssen den komischen Matrosen, der sich gerade tätowieren lässt, müssen wir irgendwie davon abhalten, an Bord zu gehen. Das wird interessant. Ich hoffe, das wird irgendwie so klappen. Wahrscheinlich werde ich nächste Woche nicht verpeilt sein, aber ich werde wahrscheinlich einiges vergessen haben, würde ich mal stark schätzen. Ich hoffe natürlich nicht, dass es passieren wird. Ich gucke mir aber die letzte Folge nochmal an. Wünsche alles glatt gehen, aber mal sehen, wie ich mich erschlagen werde in dieser Stadt. Bis denn dann. Ciao, tschüss!